Wer Thunfisch mag, wird diesen knackigen Salat lieben. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer in der Infobox verlinkt oder ihr findet das direkt auf koch-kino.de. Wir starten mit dem Eisbergsalat. Zuerst wird der Strunk entfernt und der Salat danach in mundgerechte Stücke geschnitten. Die Frühlingszwiebel wird in dünne Scheiben geschnitten. Wenn ihr Frühlingszwiebeln nicht gerne mögt, lasst sie einfach raus. Anschließend wird die Petersilie fein gehackt. Genau wie der Schnittlauch. Danach kommt der Thunfisch dazu und wird gut untergemischt. Wenn ihr im Supermarkt vor dem Thunfisch steht, nehmt den im eigenen Saft und nicht den in Öl, weil er in diesem Salat nicht so gut schmecken würde. Für das Dressing wird 7 Kräuteressig mit Salz, Pfeffer und Olivenöl verrührt. Zum Schluss kommt es über den Salat und wird gut vermischt. Der Salat schmeckt prima mit ein paar gerösteten Scheiben Ciabatta oder Baguette. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.